Verschwörungstheorien. Bei genauerer Betrachtung genauso standfest wie die Twin Towers. Die Schwurbler bescheren uns so wunderbare Reime wie diesen hier. Diktatur. Was ist denn eine Diktatur? Oder eine Uhr, also eine Diktatur? Wie macht ihr denn zur vollen Stunde? Wer macht? Wer macht? Wer macht mir einen Kaffee? Jetzt gibt's aber schon wieder den neuesten heißen Scheiß. Es ist doch nur eine Tracking-App. Es ist doch nur der Great Reset. Der Great Reset. Ja. Davor warnen sie jetzt alle, also bei Telegram, aber auch in der Politik, wie Hans-Georg Maaßen. Jeder, der von einem großen Reset oder einer großen Transformation träumt, muss wissen, dass dies als Kriegserklärung gegenüber der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verstanden werden kann. Ja, aber warum hat er sich da die Trauerfeier der Werteunion eingeschaltet? Also, Maaßen warnt, ein großer Reset, Kriegserklärung gegen uns. Das klingt bedrohlich. Und worum geht's denn beim Great Reset genau? Das erklärt Schwurbler Oliver, überschätz mich ja nicht. Das ist ganz offiziell deren Ziel, den Sozialismus weltweit zu verbreiten. Da ist überhaupt kein Geheimnis dran. Für jemanden mit Gehirn. Jaha. Was ist also der Great Reset? Und warum fallen da sogar Leute abseits der Schwurblerwelt drauf rein? Das ist heute unsere Story. Verschwörungstheoretiker sind sich einig. Nach Corona steht uns der Great Reset bevor. Die Neugestaltung unserer Welt und damit das Ende der Gesellschaft, wie wir sie kennen. Juhu, kein Krieg mehr, kein Leid, kein Hunger und keine verdammten Zwänge mehr. Ja, langsam, mein shirtloser Freund. So sehen die das nicht. Denn der Reihe nach, was ist der Great Reset? Und welcher Name fällt da immer? Klaus Schwab. Hier, nachdem seine Karaoke-Performance von drei Chinesen mit dem Kontrabass leider nicht so gut ankam, wie er hofft. Schwab ist Doktor der Wirtschaftswissenschaften und er hat ein Buch geschrieben. Covid-19, der große Umbruch. Oder auf Englisch, The Great Reset. Und Schwabs Kernpunkte sind Social Contract, Green Economy, but number three, and that's a major part also of the book. Everything will be digitalized, which can be digitalized. Er sagt, Covid-19 ist eine super Gelegenheit für neuer Gesellschaftsvertrag, grüne Wirtschaft und alles digitalisieren. Klingt an sich nicht schlecht, die Schwurbler machen daraus aber. Klaus Schwab, der Superschurke, wobei der jeden Superschurken aus den Bond-Filmen um meinen übertrifft. Weil für Verschwörer wie Janich heißt grüner Sozialismus kein Diesel, viel Gendern und mehr Multikulti. Aber sagt das Klaus Schwab wirklich? Das haben wir jemanden gefragt, der sich wirklich damit auskennt. Hallo. Hallo, könnte ich bitte mit Michael Blume sprechen? Rufen Sie hier schon wieder nackt an? Nein. Ich kann doch Ihre Nippel hören. Ja, Michael Blume, der hat mehrere Bücher über Verschwörungsmythen geschrieben. Was hat das mit dem Great Reset auf sich? Reiche Leute begreifen, dass unser Wirtschaftsmodell nicht mehr funktioniert, dass wir es an die Wand fahren. Natürlich machen sich dann ein paar Gedanken und sagen, wie können wir die Wirtschaft so umbauen, dass wir unseren Wohlstand erhalten können. Aha, Herr Schwab will also eigentlich unseren Wohlstand erhalten. Aber aus den Ideen von Klaus Schwab machen die Schwurbler eine perfide Theorie. Doch nicht so eine schön abgedrehte Echsenmenschen-Theorie oder hier Mondnazis. Nee, es ist ein Geschwurbel, das reale Anknüpfungspunkte hat, bei dem man dann denkt, ja, das habe ich schon mal gehört. Und das macht es so gefährlich, weil beinahe glaubwürdig. Ich zeige euch warum. Es beginnt mit elitären Treffen. Ganz real, von Klaus Schwab organisiert. Schwab hat das Weltwirtschaftsforum gegründet. World Economic Forum. Kurz WEF. Übrigens nicht zu verwechseln mit dem WWF. Das ist der Wirtschaftsverein der Bonzenpandas. Bourgeoises Bambuspack. Das World Economic Forum ist eine Stiftung von Klaus Schwab. Und der veranstaltet jährlich ein Treffen der Supermächtigen und Superreichen. Ganz real. Davon gibt's Bilder, wer alles vorbeikommt. Hier Angela Merkel zum Beispiel. Oder Donald Trump. Und um den zu ärgern, Greta Thunberg. Und viele mehr. Sie kommen zu Schwab in die Schweizer Alpen. In einen der teuersten und exklusivsten Skiorte der Welt, nach Davos. Und
Erlaubt mir an dieser Stelle eine kleine persönliche Anmerkung. Davos ist nicht exklusiv. Es ist kackhässlich. Ohne Schnee sieht's nämlich so aus. Betonklötze. Vollkommen überschätzt. Und hey, Schweizer. Nur weil ihr so eine architektonische Abartigkeit auf 1500 Meter Höhe baut, wird's nicht weniger scheiße. Deswegen fahre ich auch nur zweimal im Jahr dahin. Unter Protest. Und generell, was sind das für Leute, die dahin fahren? An den Toiletten kleben solche Schilder. Spannen verboten? War das da üblich? Was sind das für Leute, die da wohnen? Welche Leute brauchen denn solche Schilder? Also, Treffen in Davos, wo die Zukunft der Welt besprochen wird. Und wir kriegen vom Veranstalter dann auch noch ernsthaft solche Bilder präsentiert. Das ist echt und das sieht schon irgendwie bedrohlich verschwörerisch aus. Und was den Great Reset dann noch glaubwürdiger macht, dahinter steckt eben ein mächtiger Mann, der alles steuert. Der besagte Klaus Schwab. Der will die Welt neu aufstellen nach Corona und das erzählt er auch noch überall rum. Our existing fragmented global architecture is not fit anymore for purpose in the 21st century. It's high time for a great reset. Schwab macht kein Geheimnis daraus, dass er die Welt neu ordnen will. Umbruch. Schwurbler verbinden nun Corona mit Schwabs Plan. Wie zum Beispiel Gossengöbels Martin Sellner. Konkretes Zitat von ihm, was die Leute selbst gepostet haben. Sie geben das offen zu. Die Pandemie stellt ein seltenes und enges Zeitfenster dar, in denen wir die Welt zurücksetzen, also neu starten können. Juhu, die Schwurbler haben Weg gefunden, auch noch nach Corona sich eine neue Verschwörungstheorie auszudenken. Aber wenn Schwab das alles erzählt, ich meine, das steht ja alles in seinem Buch drin, das kann doch kein böser Mensch sein. Ich meine, welcher Schurke veröffentlicht denn ein Buch, in dem er seinen Plan vorab der Öffentlichkeit präsentiert? Also, ups. Naja, okay. Also, ganz ehrlich, die Treffen, der Typ, das Buch, das klingt schon gefährlich. Und dann hat Herr Schwab auch noch diese Idee. Die digitale Kontrolle unserer Gehirne. Ja, es klingt wie eine üble Dystopie, aber es ist sein Plan. Und er redet da ganz offen drüber. Stolz wie Wolle. Und nicht im Geheimen. Nee, im Schweizer Fernsehen. Da kann es jeder hören und verstehen. Et après, on pourrait s'imaginer quand les implantes... Ja, halt, stopp, das ist ja Französisch. Ich kann es zwar hören, aber leider nicht verstehen. Bitte um Untertitel. Et après, on pourrait s'imaginer quand les implantes dans nos cerveaux ou dans... Hahaha, so witzig. Et après, on pourrait s'imaginer quand les implantes dans nos cerveaux ou dans nos topos. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Richtig gelesen. Herr Schwab plant ein digitales Gehirn. Das ist natürlich gefährlich. Für jemanden mit Gehirn? Das klingt schon irgendwie nach totaler Kontrolle. Und ist ein Grund, sich dann vielleicht doch mal zu überlegen, was man preppen würde. Hier, meine Sachen sind lustige Taschenbücher, genug davon. Dann ein bisschen was zu essen. Da würde ich die guten alten Fischstäbchen mit Brezelhülle preppen. Und natürlich was zu trinken. 4,5 Liter Energy Drink. In einer schönen... ich hoffe, das ist der richtige Kanister. Nicht mit dem anderen Zeug drin. Naja. Die Schwurbler machen aus Schwabs digitaler Gehirnidee aber. Telegram-Kanal Heiko Schrang haben wir heute ein Video von BBC hochgeladen. Oberhammer. Mehr geht nicht. Da zeigen die richtig, wie ein Mädel im Bett liegt, im Krankenhaus. Eltern besuchen sie. Das Mädel nur mit den Gedanken scannt alles. Eine Mischung aus Mensch und Maschine, also eine Menschine. Der Schwurbler meint übrigens dieses Video. They inserted the tiniest wafer into my brain. And, oh my God, look at the result. Sync das up. No keyboard. I don't need a keyboard ever again. You did that by
thinking. So, und jetzt ist der Moment, wo man sagen muss, halt, stopp, was für ein Scheiß. Ich meine, das Zeug ist aus einer fiktiven BBC-Serie. Hier, Years and Years heißt die und der Ausschnitt war aus Episode 5, Staffel 1. Es hat also angefangen mit realen Treffen in Davos, mit den Eliten, dem Buch. Das kann man lesen, die kann man sehen. Aber am Ende machen die Schwurbler daraus den umgebauten Menschen. Und somit muss ich sagen, ja, interessante Theorie, aber, also ein ganz großes Aber. Denn der Great Reset ist lediglich ein Vorschlag, wie wir umweltfreundlicher und nachhaltiger wirtschaften könnten. Und auch nur einer von vielen. Solche Thesenpapiere, die sind nichts Besonderes. 2014 hat die Bundesregierung zum Beispiel die Bertelsmann Stiftung beauftragt, wie man nachhaltiger wachsen könnte. Und dass sich das WEF jetzt um nachhaltigen Wachstum kümmert, ja, das hat auch was Gutes, meint Experte Michael Blume. Das ist also keine Riesenverschwörung, das ist das Minimum am Nachdenken. Und eigentlich hätte man sagen können, vielen Dank, hätte da mal lieber 20 Jahre vorher damit angefangen. Tja, die ganzen Verschwörer sehen mal wieder irgendetwas und ziehen dann ganz schwurbeltypisch irgendwelche Schlüsse daraus und spinnen das dann weiter. Bei all dem wird aber eins massiv übersehen, dass es nichts anderes war, Corona, als ein trojanisches Pferd. Sie meinen, Corona ist nicht der Anlass für den Great Reset, sondern die WEF-Eliten haben Corona extra erfunden, um dann den Great Reset durchsetzen zu können. Das ist natürlich Blödsinn. Wo, glaube ich, halt die Grenze überschritten wird, ist, wenn behauptet wird, die würden alles kontrollieren. Das tun sie eben nicht. Das haben die Bilderberger nicht getan, das hat die NATO nicht getan und das tut auch das Weltwirtschaftsforum nicht. Sprich, die Theorie ist deshalb so gefährlich, weil sie auf echten Begebenheiten aufbaut und dann aber maßlos übertreibt. Dabei gäbe es sogar genug Gründe, Klaus Schwab und das WEF zu kritisieren. Ich meine, nochmal, da treffen sich Superreiche in den Bergen und machen untereinander aus, wie für uns die Zukunft aussehen soll. Aber Kritik daran zu äußern, ist nichts für irgendwelche Verschwörungsfans, Halbnazis oder Exilschwurbler, sondern das ist etwas für... Für jemanden mit Gehirn? Ich zieh mich nicht an, bevor ihr nicht abonniert habt. Los, bitte schnell. Meine Nippel beschweren sich schon. Hey, abonnieren, los! Aber plötzlich, sonst komm ich dir da rüber. Dann hast du einen dritten Nippel und alle mobben dich. Los, abonnieren! Wuhu, ich bin...